Hat schon wieder jemand gecallt oder hier in einer Mail oder irgendwas war das und bricht Abschuldigung. Aber ist vielleicht auch besser, so kann man das in mehreren Abschnitten gucken und nicht alles auf einmal. So. Und ist das nicht der Hammer, dass tausende von Jahren, wo die Juden waren, wo du, ja, Jesus ist schon 2000 Jahre da. Also er war vor 2 Jahren, 2000 Jahre da, Entschuldigung. Also vor tausend von Jahren hat Gott schon gesagt, dass die Tiere unrein sind. Und wir wissen das, wann war das jetzt mit dem Schwein, mit der Tabelle, wann war das, vor 10 Jahren? Hat man das erst festgestellt, ja? Vor 10, 20 Jahren? Ja, was Gott schon vor 2.000, 3.000 Jahren gesagt hat. Haut euch das mal rein, Mann! Ja? Und das ist auch geistliche Nahrung. Zu wissen, was Gott uns sagt, was er uns empfiehlt, uns ein Gesetz, ein Gebot, ein Maßstab gegeben hat, wie wir leben sollen. Das ist auch geistliche Nahrung, zu wissen, was ist gut für dich, was ist schlecht. Ja? Das ist auch geistliche Nahrung, zu wissen. Wir haben damals zum Beispiel einen Freund von mir, einen Italiener, den sein Vater, der hat auf einmal komplettes Lebenswandel gehabt, ein komplettes Lebenswandel. Hat aufgehört, Fleisch zu essen, dieses, das, essen und alle, wir dachten alle, das ist verrückt. Heute verstehe ich den. Was heißt heute, seitdem ich ja, mehr gläubig bin und mehr studiert habe. Verstehe ich ihn. Damals haben wir alle gedacht, so, was ist mit dem jetzt passiert? Wir waren damals jung, 14, 15, 16, haben Fußball gespielt, hatten überhaupt gar keine Ahnung, was der da redet. Ja? Und viele, viele sogar haben den ausgelacht und so, und schau mal, ja, es war ein Mensch, der sich einfach daran halten wollte, gesund zu ernähren und auch noch bis ins 80. Lebensjahr gesund zu sein, mit seinen Enkeln laufen zu können. Ja? Wundervoll. Und ich sage euch jetzt die Wahrheit. Ich habe überlegt, soll ich sagen oder nicht? Weil ich dachte mir so, vielleicht denkt ihr so, der sagt das nur so, aber ich sage, ich habe damals zu den Leuten, die gelacht haben, gesagt, hört auf, ihr habt doch gar keine Ahnung. Ja, wenn wir in sein Alter kommen, wer weiß, warum er das macht. Ja, habe ich noch zu denen gesagt, ich weiß das ganz genau. Ja, und schaut mal. Ja. Was bedeutet geistig hungrig? Geistig hungrig, genau das. Jesus, Jesus, ich bin hungrig nach deinem Mana, ich bin hungrig nach deinem Wissen, ich bin hungrig nach dem, was du mir sagst, wie ich leben soll. Ich bin hungrig nach deiner Liebe und ich bin hungrig, deine Gebote zu halten und ich bin hungrig, dein Wort zu verkündigen und ich bin hungrig, deine Liebe wieder weiterzugeben. Das tut Amir zum Beispiel wegen dem Kommentar letztens. Ich tue Amir nicht schlecht reden, ist ein wundervoller Mensch, ist der Hammer, ja, wo ich gesehen habe, dass er wirklich ein Bruder ist. Ja, es wurde zum Beispiel die Sachen gesagt, ich wurde Christ und auf einmal ich habe aufgehört zu rauchen. Es war für ihn so ein Schockmoment, dass er sogar zum Arzt gegangen ist, sich nicht geschämt hat, zum Arzt zu gehen, sagen hier so und so und so. Der Arzt sogar gesagt hat, das ist ganz normal, viele Menschen werden Christen hören, von heute auf morgen auf zu rauchen. Das hat einen Bumm gegeben, ja. Was der Amir da gemacht hat, der hätte sich schämen können. Nein, der ist zum Arzt gegangen und der Arzt selbst hat noch bestätigt, dass das ganz normales Menschen werden Christen. Ein Arzt sagt, das ist ja, was das heißt, hat einen Bumm gemacht, dieser Satz von Amir. Ich habe nichts gegen ihn. Ja? Ich liebe ihn sehr, er ist ein wundervoller Mensch. Das Video von mir, wo ich gesagt habe, wo ich mich bedankt habe, sogar bei ihm, dass er kam mit seiner Frau, Debatte mit Christian Prinz und Elia, wo dann Amir kam und seine Frau dann noch kam, die gesprochen haben, das hat mich so, boah, so geflasht, ja, wie er Christ ist, seine Frau Christ ist, das hat mich so geflasht, wie wunderschön das war, wo er und seine Frau gesprochen haben, ja, mit Christian Prinz, sage ich sogar im Video, ich habe nichts gegen Amir, okay, ich bin nur ein bisschen strikter und ich will auch, dass ihr strikt zu mir seid. Mir haben viele Leute mich auch schon kritisiert und fand das toll, ja. Ich fand das toll, weil so lernt man. Die Ecken, die Fehler muss man abschleifen. Oder, ja. Ich weiß, ich rauche auch. Und mir sagen das oft viele Christen. Viele. Werde ich jetzt sauer? Hassen die mich? Oder was? Nein, ich danke denen. Doch ich weiß, dass ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum es bei mir nicht funktioniert. Wie bei Armin. Ich weiß es nicht. Ja. So, Moslems sind schwach, ja, das stimmt. Moslems sind schwach, das ist, was ich sage. Wenn wir härter sind, wenn wir härter sind, werden wieder, werdet ihr sehen, wie schwach die in Wirklichkeit sind. Ja? Weil sie wissen ganz genau, was der Islam angerichtet hat. Aber indem wir sagen und Angst zeigen, ja, tun sie genau das benutzen. Doch wenn wir sagen, was hat der Islam, guck, was der Islam in Spanien zum Beispiel.
Spanien muss, kein Moslem geht hier zu einem Spanier und sagt ihm, ja, das ist nicht Moslem, passiert schon mal, ja. Wenn sie merken, das ist ein Vollidiot, ja. Aber normalerweise ist das nicht der Fall, dass ein Moslem hier in Spanien sagt, wollen wir mal über den Islam sprechen. Ist nicht der Fall, ja. Weil sie ganz genau, wir hatten hier die Reconquista, wir haben alle Muslime rausgekickt, weil sie uns hier fast 800 Jahre erobert haben und unsere Könige umgebracht haben, die Frauen vergewaltigt haben, uns versklavt haben. Die Muslime sind in Spanien ganz, ganz leise. Die werden nicht mehr. Muslime dürfen in Spanien nicht mehr in die Disco. Muslime dürfen in Spanien in keine Disco. Wisst ihr das? 2019 Muslime dürfen in keine Discos. Wisst ihr das? Die werden hier von den Bars rausgekickt und alles. Ja? Das ist ein bisschen zu krass, auf jeden Fall. Ja? Wegen das, was passiert ist. Die sind hier klein mit Hut. Und in Deutschland sind sie, oh, ja. Ihr macht da was falsch, meine lieben Freunde. Moslems sind sehr schwach. Wenn du sie nämlich genau damit konfrontierst, was willst du mir erzählen, Mann? Ihr kamt nach Spanien rein, habt direkt am Anfang, in den ersten Jahren, 200.000 Sklaven genommen. Unsere Könige getötet, unsere Frauen vergewaltigt. Wem willst du was erzählen? Die wissen, und so sind wir Spanier. Die fangen gar nicht erst an. Ja? So. Moslems sind schwach, ja. Durch ihre eigene Religion, wenn du sie damit konfrontierst. Ja? Und dass sie schwach sind, auf jeden Fall. Du musst mal wissen, die haben 400 Jahre gewütet und alle nur diese Länder erobert, diese Wüstenländer und diese armen Länder, Marokko und sowas, das war ein Land von, ich will es nicht beleidigen, ein wundervolles Land damals gewesen. Die waren sehr fortschrittlich und auch voll mit Liebe, ein liebendes Volk, die Berber. Und dann kam Arabien und haben die erobert. Das Marokko, das sind Länder, die nicht mit vielen, vielen Leuten. Und diese haben ja auch nur geschafft, weil die Mongolen den Arabern geholfen haben, weil sie sich angeschlossen haben. Ja, weil die Mongolen gesehen haben, warte mal, das, was wir machen, die ganze Welt erobern, erlaubt uns sogar der Islam. Und durch eine Religion werden wir dadurch sogar noch geistlich stärker und motivierter. Durch einen Gott, der uns das befiehlt. Haben es angenommen. Haben sich dann mit den Arabern Indien erobert, 70 Millionen Indien getötet und so weiter. Versteht ihr? Sonst, ja, so funktioniert der Islam. Ja? Ich wurde siegreich durch Terror. Ja? Und ansonsten hätten Muslime das niemals geschafft. Niemals. Ja? Als die Kreuzritter kamen, die Araber haben mit den Ländern, die sie erobert haben, dann, die haben sich alle angeschlossen, alles, ja. Die Kreuzritter, davon waren viele Menschen, ja, Bauern mit Heugabel, die ihr Land verteidigt haben und mitmarschiert sind und Jerusalem wieder befreit haben, ja. Und die Araber waren Leute, die haben schon seit Jahrhunderten, ja, Kriegstechniken und Krieg gehabt und wussten, wie man eine andere Armee besiegt. Ja? Die haben sogar einmal in einer Schlacht sogar die Römer besiegt. Das musst du dir mal vorstellen. Da waren sie aber sehr geschwächt und blablabla, ist egal. Ja? Die haben es halt mal geschafft. Und ja, eigentlich sind sie sehr schwach. Die Kreuzzüge, es gab, glaube ich, 7 oder 8 Kreuzzüge, ich will nicht lügen, nicht mehr als 10. 7 oder 8 Kreuzzüge insgesamt. Und Islam hatte bis dahin schon fast 500 Mondzüge gehabt. Was für eine Erfahrung, Kampferfahrung, versteht ihr? Und davor schon. Und da kommen da ein paar Kreuzritter, werden finanziert, machen da ihr, ja, und kommen und befreien direkt Israel, ja. Dann sind sie weg, oder beziehungsweise haben die Araber es schon wieder erobert, dann mussten sie es wieder erobern, ja. Also so 6, 7, 8 Kreuzzüge gab es. So. Eigentlich sind sie schwach, wir sehen es ja heute. Heute tun sie uns versuchen mit Geburtenzahlen, ja, und mit Internet-Dschihadis zu erobern. Ja, weil sie eben mit dem Kampf nicht mehr können. Sie können nicht mehr mit dem Schwert. Würden sie das Schwert erheben, würden sie durch das Schwert umkommen. Ja. So ist das gemeint. Wenn sie das Schwert erheben, werden sie durch das Schwert umkommen. Und so war das ganz genau. Sie haben das Schwert erhoben. Sie haben das Schwert erhoben, Jerusalem angegriffen. Dann, was ist passiert? Die Kreuzzügler kamen und haben sie getötet. Sie haben das Schwert erhoben und wurden durch das Schwert umgebracht. Aber die Kreuzzüger kritisieren. Hm? Ja? Ach, ich habe es gar nicht gelesen. Entschuldigung, jetzt kommt direkt die nächste Frage. Ja, Kreuzritter haben, ich habe es gelesen, weil es aufgeschrieben, ja, aber ich mich nicht mehr erinnert, weil ich habe schon aufgeschrieben vor 4 Tagen oder sowas, aber hier sagst du es ja, genau. Kreuzritter haben die Moslems zerfetzt. Ja, natürlich haben sie zerfetzt. Ja, natürlich. Guck
dir mal den Weisen an. Der Weise ist von Natur aus groß, ja. Und guck dir mal einen aus der Türkei zum Beispiel an. Das sind kleine Männer, ja. Deswegen, was meinst du, die haben den ganzen Tag, die trainieren irgendwo und die werden natürlich schon so Bodybuilding. Und ich stelle mir vor, so einen Germanen, der leider zu viel arbeiten muss, ja, der arbeitet halt sehr viel, der hat nicht so viel Zeit für den ganzen Tag Fitness, ja. Ich stelle mir vor, so die alle Germanen würden jetzt mal so im Fitnesscenter gehen. Die Germanen damals, die haben ja ein Germane gegen 10 Römer gewonnen, ja, 1-10 gewonnen. Ich stelle mir vor, die würden in McFit gehen und sich endlich mal so 30 Millionen Christen mal von oben nach unten geistlich kehren, so einfach mal von unten nach oben laufen und so sagen, ja, wer sich gegen uns, gegen das Christentum ist, adios, ja, stell dir vor, 30 Millionen Christen. Nein, die dürfen ja nicht so reden, ja, wir müssen uns von 15.000, ja, von 15.000 beeindrucken lassen und Angst haben, ja, 30 Millionen, ja. So, was ist der Buch des Lebens? Das Buch des Lebens ist jeder, der den Sohn annimmt und den Vater, ja, der kommt ins Himmelreich. Wer mich glaubt, ja, dem ist schon, ja, wer mich glaubt, der, ja, ist schon, ja, dem ist schon, ja, der hat schon das Buch, das, also der ist schon eigentlich im Buch des Lebens. Natürlich, nicht jetzt, wenn du ein echter Gläubiger bist, nicht einer, der rumläuft, sagt, ich nehme den Sohn an, aber in Wirklichkeit ja vergewaltigt er rum und blablabla, verstehst du? Jemand, der wirklich das glaubt, dass Jesus Christus für seine Sünden gestorben ist, dass er das Bekenntnis gemacht hat, Jesus liebt, ja, das an deinen Früchten werde ich erkennen, dieses ganze Drumherum, ja, der kommt in das Buch des Lebens, das heißt, der ist errettet, er kommt in das Buch des Lebens, des ewigen Lebens, in den Himmel, wird für ewig leben, ja. Wisst ihr, ich habe so eine Doktorschrift, wenn ich sie nach 4 Tagen nicht mehr lese, erkenne ich sie selber nicht mehr. Steht ja da, Dr. Wake up. Ich bin Doktor, guck. Ich schreibe wie Doktor, weißt du? Ich schreibe wie Doktor. Das ist mein Beweis, dass ich Doktor bin, Frau Angela Merkel. Was ist Ihr Beweis? Ihr versteht schon, ne? Was ist, so. Kommt man in die Hölle, wenn man beleidigt und oder schlägt? Natürlich kommst du in die Hölle. Du kannst nicht rumlaufen. Ich sag selber, wenn ich einen sehe, der da eine Frau, ich laufe zum Beispiel und sehe im Dunkeln, da ist ein Typ und tut eine Frau versuchen zu vergewaltigen, schlage ich in seinen Kopf kaputt. Ja? Wenn Gott mich dafür in die Hölle schickt, dann soll es eben so sein. Ja? Aber dann sollen die nächsten Muslime sofort wissen, es gibt da Leute, die dir den Schädel einschlagen, wenn du so etwas machst. Ja? Versucht mich zu überzeugen, dass ich das nicht darf. Versucht, überzeugt mich. Dann, ja, dann nehme ich das an. Mal gucken, ob ihr es schafft. Aber du kannst nicht rumlaufen, weil einer einen Kaugummi geklaut hat und ey, du Dieb und Pam und den schlagen oder Leute einfach beleidigen. Nein, das ist ein falscher Geist. Unser Geist als erstes ist Liebe. Erst Liebe. Doch nimmt einer die Liebe nicht an. Du siehst, das Vergewaltiger, der will nur vergewaltigen, ja. Kommt vom Richter, wird vom Richter wieder freigesprochen, vergewaltigt wieder und schlägt den Kopf kaputt. Tja. Ich denke mal, das ist was ganz anderes, ja? Ich rufe hierzu nichts auf. Ich rede hier von meiner Einstellung, wie ich bin, ja? Und ich habe euch im Video schon erklärt, dass ich das gemacht habe. Der einen mit dem Messer hinterhergejagt hat, der seinen eigenen Neffen vergewaltigt hat. Ich laber hier nicht einfach, ja? Ich war damals ein kleines Kind und der ist älter als ich, das war schon ein Mann. Ich wollte ihn töten, ja? Ich laber hier nicht einfach. Ja, so, ich denke mal, das würde ich machen, ja? Ich wollte bei lebendigem Leib das Leib abziehen. Ja, ein Video schon darüber gemacht, brauche ich Ihnen noch nicht nochmal zu erzählen. Ist der evangelische Kirche abgehauen und dann habe ich Stopp gemacht. Ja? Hat Gott die Hölle erschaffen? So, wir machen jetzt hier erst das beantworte ich noch und dann machen wir erstmal Stopp und dann machen wir deine nächsten Fragen weiter. Hat Gott die Hölle erschaffen? Gott ist ein liebender Gott. Wir verwechseln hier immer etwas. Gott ist ein liebender Gott. Ja, Gott sagte, ich werde Sodom und Gomorra soll, ja, dass man es versteht, sinngemäß, ja, dass man es versteht. Sodom und Gomorra soll brennen, nie wieder auferstehen, ja. Sodom und Gomorra hat gebrannt, wir können das heute wissenschaftlich beweisen, dass, ja, dass dieses, das ist mein Magen, Entschuldigung. Ist das der Kita? Und der Hund stört gerade ein bisschen. Ist das der Kita? Und,
Und der, was soll ich jetzt sagen? Die Lacher, so die Lacher, Digga. Entschuldigung. Hat Gott die Hölle erschaffen. Gott sagt, Sodom und Gomorra soll verbrannt werden, ja? Nee, soll für immer brennen, ja? So in der Art, soll für immer brennen. Brennt Sodom und Gomorra heute noch? Brennt das heute noch? Jetzt könnten Leute sagen, warte mal, Gott existiert nicht. Hat Gott nicht gesagt, soll für immer brennen? Das heißt, soll für immer ausgelöscht werden, ja? Weil es brennt ja nicht mehr. Das ist metaphorisch. Das heißt, es soll für immer brennen, für immer ausgelöscht sein. In der Bibel steht Flammensee. Wir, die Kirche und der Islam, benutzen die Hölle so ein bisschen anders. Darum nehmen viele das Christentum nicht an. Gerade weil die Katholiken und der Islam von der Hölle ein bisschen falsch erklären. Gott ist Liebe. Glaubst du im Ernst, dass Gott eine Hölle kreiert für die Menschen, die nicht an ihn glauben und die dafür ewig leiden? Was sagt denn Gott über Sodom und Gomorra? Es soll für ewig brennen, für immer ausgelöscht sein. Weißt du, was das heißt? Du hast an Gott nicht geglaubt. Dann, ja, in der Zeit der Endzeit kommt dann sowas wie eine neue Art der Erde. Dort werden die Erretteten direkt hingehen. Doch selbst die, die in den Flammensee gehen, werden, so wie ich das verstanden habe, wenn es falsch ist, dann tut mich bitte einer berichtigen. Wie ich das verstanden habe, ist das so. Die Endzeit kommt, ja? Da werden Menschen direkt errettet werden, ja, auferhoben werden und kommen sowas in der Art wie eine neue Welt für 1000 Jahre, ja, und die anderen in diesen Flammensee, Was ist dieser Flammensee? Wir wissen heute, dass wir haben die Sonne und wir haben das Magma in der Erde, was schon da ist. Warum soll Gott eine Hölle erschaffen, wenn wir Magma und die Sonne schon haben? Warum soll er eine Hölle erschaffen? Unser Gott ist kein hassender Gott. Ja, und ich nehme mal an, dass er uns in die Sonne oder beziehungsweise in den Magma der Erde, ja, dass wir dorthin für 1000 Jahre gehen, die nicht Jesus angenommen haben, das ganze drumherum, ja. Und nach diesen 1000 Jahren, du nochmal eine Chance hast, ja, du hast dann nicht eine Strafe bekommen, ja. Du hast dann eine Strafe bekommen und aus dieser Strafe hast du nochmal aus Gerechtigkeit und aus Liebe Gottes die Chance, nach diesen 1000 Jahren selbst nochmal, ja, anzunehmen, zu bereuen, sage ich jetzt mal, und dann auch in das ewige Leben zu kommen. Bis auf meine Meinung, wenn ich falsch liege, berichtigt mich, ist mein Verständnis, bis auf der falsche Prophet, ja. Es gibt Ausnahmen wie der Antichrist, ja, der falsche Prophet. Ich glaube, die werden nach diesen 1000 Jahren keine Chance mehr haben. Ja, aber wir Menschen als Sünder, ja, die wir gesündet haben, ja, oder ich frage euch jetzt mal, das ist eine Frage an euch, glaubt ihr Satan, der ständig gegen Gott gearbeitet hat, glaubt ihr, der nach 1000 Jahren, ja, der Antichrist, der falsche Prophet, ja, oder beziehungsweise der falsche Prophet wird mit dem Antichrist in das Flammensee geschmissen werden? Glaubt ihr, wenn er das schon so aussagt, weil er sagt nicht, ja, wenn er das schon gezielt aussagt über die, ich weiß nicht, ob die Vergebung haben. Jetzt heißt es aber nicht, dass nach diesen 1000 Jahren diese Menschen weiterhin in diesem Flammensee sind. Ja? Das heißt, sie werden nach meinem Verständnis, weil Gott kein entschuldigt bitte Christen, entschuldigt bitte Gott, kein Sadomasochist ist. Unser Gott ist kein Sadomasochist. Ja? Wie im Islam, das Fleisch verbrennt und erneuert sich immer wieder und dann verbrennt es wieder und erneuert sich immer wieder bis in alle Ewigkeit. Das ist sadomasochistisch. Ja? Das ist doch nicht unser Gott. Also ist für mich mein Verständnis, dass diese Menschen wie Sodom und Gomorra einfach, dass das metaphorisch heißt, diese Menschen werden für immer ausgelöscht sein. Als sie werden nicht mehr existent sein. Nicht Geist, nicht Fleisch und gar nichts. Weg. Denn warum sollen wir uns die kümmern? Sollen wir in der Himmel sein? Sollen wir im Himmel sein und trauern um diese Menschen? Oder sollen wir glücklich sein? Frage. Jesus sagt, seid glücklich. Werden wir glücklich im Himmel sein, wenn wir ständig an die da unten denken, wie sie dort brennen? Vielleicht siehst du deine Mutter da unten brennen, deinen Bruder, deine Cousine. Und das soll dich glücklich machen? Das ist, was ich meine, lieber Farid. Der Geist gibt dir eigentlich schon Antworten, wer dein Gott ist.
Du erkennst aus Liebe, wer dein Gott ist. Ich weiß, dass mein Gott, was heißt ich weiß? Das ist immer so schwer zu sagen. Ja, dann kommen dann Christen, wie kannst du wissen, bla bla bla. Aber ich glaube wirklich zu wissen, mein Gott ist doch kein Sadomasochist und lässt Menschen für die Ewigkeit in der Hölle verbrennen. Ja? Meinst du, Gott will das sehen? Meinst du, Gott will, dass wir das sehen? Jesus, glaubt ihr, Jesus will das sehen? Die Menschen der Ewigkeit oder daran gedenken? Nein, sie werden für immer ausradiert aus der Welt. Wir werden in die Ewigkeit sehen und glücklich sein mit Jesus Christus. Amen.